Olivier Giroud verlässt gleich den FC Chelsea in Richtung Heimatland. Der FC Everton und der FC Barcelona eignen sich über Digne und Theo Hernandez wird von Real Madrid verliehen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf diesem Channel bei einer weiteren Folge Fußball News. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr neu auf diesem Channel seid, damit ihr auch die zukünftigen Videos nicht verpasst. Jetzt aber zu den Fußball News. Olivier Giroud kann eventuell in Zukunft in der Liga, also im Heimatland, spielen, denn da interessiert sich momentan Olympique Marseille für den 31-jährigen Stürmer. Grund dafür ist Mario Balotelli, der eigentlich von Nizza kommen sollte. Ja, diese Transferverhandlungen, die schweben momentan noch und es ist eigentlich keine Einigung in Sicht und deswegen ist man hinter den 31-Jährigen hinterher, falls Mario Balotelli nicht kommt. Aber das Problem wäre eigentlich wie bei beiden, punkto Gehalt. Denn auch Olivier Giroud wäre gar nicht so billig, nicht zu verpflichten, aber sonst einen Unterhalt zu zahlen. Denn er ist Weltmeister, spielt in der Premier League und ja, warum sollte man direkt in die Liga kommen? Und diese Nachricht dürfte eigentlich vielen Schalkern nicht wundern. Die bestätigen jetzt momentan den Abschied von Benedikt Höwedes. Das war ja ein bisschen klar. Er nimmt gar nicht am Trainingslager teil und die sagen darüber hinaus, dass er konkrete Wechselverhandlungen führt und somit gar nicht mitreisen konnte. Ja, wo es hingeht, es geht auf jeden Fall ins Ausland, also nicht in die Bundesliga, denn Höwedes will außerhalb Deutschlands spielen, aber wo es hingeht, ist noch unklar. Ja, also ich denke mal, es könnte gar kein so großer Topclub hinter ihm her sein. Mal schauen, wo er sich am Ende entscheidet, aber wir berichten natürlich drüber. Trotz eher einer durchwachsenen Saison beim VfL Wolfsburg, Origi hat immer noch Interessenten und das aus der Premier League. FC Watford, der ist jetzt hinter ihm her, denn die suchen momentan einen Außenspieler, denn wir wissen ja, Richarlison, der Superstar, der so viel getan hat für den Club, wechselte für unglaubliche 56 Millionen Euro zum FC Everton und jetzt ja, ist auf der Position natürlich Mangelbedarf und man streckt seine Fühler hinter Origi her. Aber der FC Liverpool, der möchte ihn eher verkaufen. Watford will ihn eher verleihen, genauso wie VfL Wolfsburg. Und dann eventuell ihn überlegen, ob sie ihn kaufen oder nicht. Der FC Liverpool möchte 30 Millionen Euro für Origi haben. Ich denke mal, das wird nicht klappen. So viel kann oder wollen die Watforder nicht zahlen. Aber mal schauen. Vielleicht wird er verliehen, denn bei den ganzen Neuzugängen beim FC Liverpool von Shaqiri, ja, da wird Origi wahrscheinlich gar keine einfache Rotation in der Mannschaft haben und eine Leihe kommt schon eventuell Liverpool entgegen. Also, mal schauen. Wir bleiben beim FC Everton und ja, dort soll Lathan Baines, der 33-jährige Linksverteidiger, nun durch Lucas Digne ersetzt werden. Und das hat sich auch schon bestätigt durch beide Vereine. Es geht jetzt in die Verhandlungen. 22 Millionen Euro soll dieser Transfer kosten vom französischen Linksverteidiger, der für 16,5 Millionen Euro zu Barcelona kam, von PSG aber nie wirklich, ja, so vorgestoßen ist und irgendwie Jordi Alba aus der Stammelf wegdrückte. Das hat nie geklappt und jetzt soll ein Verkauf stattfinden in Höhe von 22 Millionen Euro, was auf 25 Millionen Euro durch Bonuszahlungen erhöht werden kann. Gar kein schlechter Deal für den FC Barcelona, der jetzt auch durchaus ein bisschen Gewinn macht mit den Franzosen. Es hat sich angebahnt, Theo Hernandez wird jetzt verliehen. Für 24 Millionen Euro kam er vor einem Jahr, aber er hat nie wirklich geglänzt. Viele Fehler in seiner Spielweise und er muss viel mehr lernen. Also nicht wie sein Bruder, wie ich schon bereits erwähnt habe. Der ist weitaus besser. Und jetzt soll er verliehen werden nach Real Sociedad, also in der gleichen Liga soll er bleiben. Dort soll er Erfahrung sammeln, um eventuell stärker nach Real Madrid zurückzukommen. Die Leihe, die geht über ein Jahr. Der FC Chelsea ist bereit, Christian Pulisic zu verpflichten, denn am Samstag hat die Bild berichtet, dass Christian Pulisic eine Vertragsverlängerung abgelehnt hat. Und ja, die Gerüchte kamen dann rein, wie was weiß ich. Aber er hat einen Vertrag bis 2020. Ich denke nicht, dass der BVB so einen guten Spieler weggeben möchte. Und wenn doch, dann kostet er satte 70 Millionen Euro. Ja, und diese Summe schreckt sicherlich einige Vereine ab, denn Christian Pulisic, ja, er ist ein guter Spieler, aber keine 70 Millionen Euro wert. Vielleicht um die 40 oder 50. Also ich denke mal, die Gerüchte über eine Vertragsverlängerung bis 2020 hat er noch einen Vertrag, also von daher muss man gar nicht jetzt schon über eine Vertragsverlängerung denken. Er wird wahrscheinlich den Verein nicht wechseln, so denke ich. Er ist momentan im Trainingslager mit dabei, er entwickelt sich mehr zu einem Stammspieler und warum sollte man jetzt diesen Schritt
zum FC Chelsea machen, der keine Champions League spielt, wo die Zukunft ungewiss ist, macht für mich wenig Sinn. Die Gerüchte, naja, denke ich mal, so lala. Ich denke, er bleibt eher bei BVB. Und jetzt schauen wir uns mal lieber das Video des Tages an. Und das kommt von unserem Schweizer Sherdan Shaqiri. Und er hat ein Debüt zum Nicht-Vergessen, fast genauso wie Zlatan Ibrahimovic bei LA Galaxy. Ja, beim Spiel gegen Manchester United, das mit 4:1 gewonnen werden konnte und die Menü-Spieler wirklich nach Hause bombardiert wurden. Da hat Sherdan Shaqiri einen rausgehauen. Also wir erinnern uns mal, bei der EM hat er schon mal so einen Fallrückzieher geschossen. Und ja, kann man feiern. Was für ein Tor. Guter Einstand. Mal schauen, was er in der nächsten Saison, wie oft er spielen wird. Ich bin echt gespannt. Mit Sadio Mané, Roberto Firmino und Salah steht dort eine Menge Konkurrent. Mal schauen, was er daraus machen wird. Ich freue mich auf diesen Spieler, der wirklich so unterbewertet ist. Unglaublich. Liverpool hat richtig Schnäppchen gemacht. Ich bedanke mich fürs Einschalten, aber bei euch lasst gerne, wie gesagt, ein Like, ein Abo da, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Wiedersehen.